Hab ihn geroutet, er konnte nicht ulten. Nico ist einfach zu lustig. Also, ach, dieser Chair macht so Spaß. Dieser Chair macht so Spaß. Ich weiß nicht, wie es beim Zuschauen ist, aber ich muss mich richtig kontrollieren, damit keine Scheiße zu bauen die ganze Zeit. Es ist einfach. Einfach nur so Troll. Dieser Chair ist einfach nur so Troll. Also, unsere Combo ist schon richtig toxisch. Nico ist best decision. Okay, also ich kann nur Nocturne sein oder mich selber, wenn ich laufen will, weil die anderen sind viel zu langsam. Da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich keine Lust drauf, weil du kannst immer schauen, Nico, wenn du dich verwandelst, deine Base Movement Speed verändert sich. Du passt dich an den anderen Leuten an. Und der Aphelios hat zum Beispiel Lowest Movement Speed, mit dem würde ich nicht, mit dem würde ich halt nicht einfach laufen. Echt, das war ein heftiger Trade, den wir gerade gewonnen haben. Der hat keine Hip-Hots mehr, das heißt. Der braucht Hilfe mit Lane. Wir freezen das jetzt hier, damit er richtig Farm verliert. Und dann muss er immer noch die Wave rauspushen. Das heißt, wir können ihn dafür auch noch chunken. Also unsere Lane ist perfekt momentan, wirklich perfekt. And, ugh, I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Wir freezen es jetzt mit unserem Klon, wie ihr seht, damit ich nicht noch extra Damage kassiere. Und dann gleich chunken wir dann den Zed. Surprise! Ta-da! Bye! Ja, so muss das. Ein 2-0 Nocturne. Das will ich sehen, du. Poggers. Und wir holen sie eine Plate nach der anderen. Das ist halt. Das ist der Six, finde ich momentan. Die Nico ist der neue Six in der Lane. Du nimmst dir eine Plate nach der anderen einfach in deren Faces gegen Melees. Das ist crazy. Hello there. Das Q poppt, wenn du einen Minion killst oder quasi jemanden killst oder wenn du einen Champion triffst. Bis zu dreimal kann das proggen. Eigentlich ist Reliable eigentlich nur ein Proc, finde ich. Ist eigentlich nur, also auf dem Champion meistens ein Proc. Deswegen, ihr seht ja immer, dass ich die Range Minions so vorbereite, dass mein Q zweimal proggt und dann killt er die nämlich alle. Also Midlane ist, holy moly, der ist, das ist halt das, was ich bei Nico so krass finde. Wir sind jetzt, wir sind 33 CS ahead und
3 Blades solo. Das heißt, wenn mein Junger es irgendwie schafft, aber wenn Phil irgendwie es schafft, diesen Herald zu bekommen, ist es halt der komplette Turm schon weg. Und das war eigentlich quasi alles unser Verdienst. Kann ich dem helfen? Ne. Das ist jetzt unser Turm, also wieder eine Plating mindestens. Ich habe ihn wieder abgebrochen. Das heißt, die Nierli muss eigentlich wieder covern. Alter, wenn wir jetzt den Turm schaffen. Dann haben wir 5 Plates solo geholt, einfach auf quasi Grandmaster Challenge, das ist schon crazy. Ich hab 5 Plates solo geholt. Alter, ist das crazy. Das ist komplett crazy. Ich glaube, ich kann den killen hier. Flash auf dem Rakan. Aber ich glaube, die sind alle tot jetzt, weil der ist zu deep gegangen. Ah, vielleicht doch nicht? Schade. Wir kriegen hier den Dragon, wenn wir einfach für den Dragon gehen. Das ist unser dritter auch, nur mal so. Alter, Diggi. Nimmst du mir so, ja, los, das weg, oder was? Surprise, Motherfucker! Okay. Das war ein bisschen strange, gerade von ihm. Hab ihn gerootet, er konnte nicht ulten. Nico ist am Momo of Crack. Das ist echt so. Das ist halt echt true. Das ist halt einfach true. Keine Mercs kaufen ist ein bisschen crazy. Das stimmt, ihr habt keiner von denen hat Mercs. Krass. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch gerade auf. Keiner von denen hat es so gebaut. Schon ein bisschen Disrespect. Wir sind jetzt Level 14, haben das Level Up bekommen. Krass, dass der Zed sich so gut hält. Obwohl der so hart verloren hatte, die Lane. Der echt noch okay im Game, also experience-mäßig und so. Noch Items eigentlich, ist der auch okay oder nicht? Aber halt auch viele Kills wahrscheinlich bekommen immer. Okay, du musst den Fetten treffen, damit der Bounce kommt.
hatte die Throne so hart das Game. Tipi zurück, bitte nicht sterben. So musst du es reinklatschen, du. Alter. Die hexige Seele ist halt so overbroken. Es war so gut, dass wir die alle Dragons bekommen haben. Oh mein Gott! Junge, war das insane! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war komplett insane! Das war so insane! What? Das war so huge! Das war so huge, Mann! Oh mein Gott! Das Krasse ist, dass der gegnerische Midlaner nicht mal behind im Gold ist. Einfach weil der so viele Shutdowns bekommen hatte und auch Shutdown Objective Bounties.